Dann gehen wir mal einsaufen. Hey, da ist jemand aufgetaucht. Ein Fest für die Augen und das Reibsvolk. Kommt näher. Sehr gerne, aber geht nicht. Hi. Okay. Na, ihr zwei. Hi. Hallo? Ich bin mal über dich drüber gehüpft. Eigentlich wollte ich mit euch reden. Kann ich das? Kann ich mit euch reden, ne? Na gut. Dann halt nicht, wenn ihr nicht mit mir reden wollt. Hi! Bianca! Was? Grüß dich, meine Liebe. Oh. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Ich bin ja blutig. Das wusste ich gar nicht. Du! Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Nichts! Der Deutsche redet Bockmist. Was sagst denn du dazu? Der Deutsche schwingt wieder Reden. Ach, fang nicht mit dem an. Er ist ein guter Kunde, aber wenn es um Politik geht, ist er unerträglich. Wie oft ich ihn und die anderen schon rauswerfen musste, damit sie sich hier nicht prügeln. Nun, er ist heute außergewöhnlich gut in Form. Ja, okay, es stimmt schon, ne? Das ist mit der Lippensynchro ist nicht so schön. Aber egal. So, das Bier holen wir noch nicht. Hier, wohl bekomm's. Wie können wir uns denn jetzt waschen? Hä? Was? Da, bitte sehr. Ach so, unter dem Fass eine Brennnessel, ich verstehe. Das hier ist also die Schenke, ja? Haben wir hier eine Toilette? ich vermute mal, das ist privat, oder? Können wir mal versuchen, aber... Darf ich da rein? Nein. Nein, da darf ich nicht rein. Darf ich hier hoch? Okay, hier hoch darf ich anscheinend. Oh, okay. Hier darf ich hin. Gut. Hier ist eine Kiste. Was? Schlafen kann ich hier. Okay. Schloss knacken will ich gar nicht. Ich habe hier keinen Dietrich. Okay. Gut zu wissen. Ich brauche irgendwie Wasser. Wie komme ich denn jetzt an Wasser? Hier hoch? Nein. Okay, ich kann ja theoretisch überall rein, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Kann ich mich hier drin waschen? Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Danke. Wer bist du? Kann ich mit dir reden? Nein? Pass auf, wo du hingehst. Ich wollte mit dir reden. Mann, immer sind die so... Die meckern mich alle an. Hier. Hier? Da ist Wasser drin, ich sehe es doch. Ich könnte einen Happen vertragen. Echt jetzt? Oh, da. Ha, huh. Du hast dich so gut gewaschen, wie es an einem Trog geht. Ja, das freut mich. So, okay. Irgendwen sollte ich ja hier treffen, ne? Ein Happen vertragen. Jetzt? Nicht jetzt? Haben wir noch was? Ja, kannst du... Ja, Brot. So. Bisschen Brot. Ist einer von euch der Fremde? Köhler Havel. Hallo. Wenn du Kohle willst, rede mit meinem Handlanger. Ich bin beschäftigt. Ja gut, mach ich gleich. Bist du der Fremde? Entschuldigung. Ich will euch wirklich nicht alle anspringen, aber irgendwie... Hä? Ich denke, ich soll den hier treffen. Ha. Anscheinend nicht. Gut. Ach so, warte, vielleicht hier? Spieler. Nein, wir spielen jetzt nicht. Hey, Pip. Willst du was lernen? Nö. Denk nicht. Danke. Kampfmeister Warnig. Heil dem Helden. Na, hi. Hast du deine Meinung geändert, was das Erlernen der Kriegskunst angeht? Ja, wir können es ja mal versuchen. Vielleicht kann er uns hast ja tatsächlich was beibringen. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts.
aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Ich will den Tod! Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Ja. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Das stimmt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Ja, machen wir gleich, klar. Klar. Also gut, ich warte wie immer beim Schafpferch. Alles klar. Irgendwo da hinten. Hallo, Köhler. Ich brauch Kohle. Grüß dich. Kohle. Lass uns handeln. Kohle. Wie viel brauchen wir denn? Das sind, ist die Anzahl. Der Zustand der Kohle ist schon ganz gut. Okay. Reicht eins? Achso, 10. 10. Alles klar, wir brauchen 10. Nochmal bitte. Ich brauche noch 9. 9. Handel abschließen. Du hast nicht genug Geld. Hä? Vermögen? Nein, Vermögen ist... Ach so, warte mal, zurück. Ich muss, ja, okay, klar. Ergibt Sinn. Das Johanneskraut verkauft, nein. Hier die Axt. Eis verkaufen. Du zahlst 0. Ja, gut. Mal die. Ach, was sollen wir damit? Vielleicht kommen wir, aber wir müssen dann noch Bier holen, ne? Ja, okay. Warenkorb. So, Holzkohle. Anna abschließen, jetzt aber. Okay. Wir haben die Kohle. Wir haben die Kohle. Jetzt gehen wir mal. Ach, der ist ja schon weit gekommen hier, ne? Gut, dann gehen wir mal hinterher. Kommen wir ein bisschen Blümchen pflücken, Gras, irgendwas. Hier, Salbei. Okay, bis der da oben angekommen ist, pflücke ich noch ein bisschen Salbei. Den können wir nämlich verkaufen. Herr, wie heißt er? Wannig? Oh Gott, das wird so furchtbar. Oh, hi. Na, kann's losgehen? Ja. Ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Ich kann doch gar nichts, Mensch. Oh. Gut, beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. A und D. Bewege mich. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Wähle die Richtung aus, in der du angreifst. Jetzt hier? Ah, okay. Schlecht? Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Wie? Schwache Angriffe sind... Angriffe sind meist schneller, präziser richten dafür... Wie denn? Ach so! Alles klar, okay. Das geht auch. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Ja. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Du kannst Angriffe zu einer Kombo auseinanderreihen. Starte dazu einen neuen Angriff, sobald der vorherige endet. Du kannst die Angriffszone wechseln oder die Angriffe einfach aneinanderreihen. Versuche, das sofort zu drücken, nachdem dein Schwert den Gegner getroffen hat. Das Zeitfenster liegt zwischen dem Angriff auf den Gegner. Oh Gott.
Gut. Nochmal. Okay, warte, ich muss kurz atmen. Sehr gut. Yay, ich mag's, wenn man mich lobt. Hey, es hat geklappt. Genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Alles klar. Hier ist übrigens Salbei. Weißt du das? Ich bin zu schwer. Der Salbei ist so. Der Salbei ist so schwer. Ich verkaufe den jetzt eben noch. Und dann gehen wir. Ach nee, warte, wir können ja zu ihr. Wir müssen ja nur noch Bier holen, ne? Sonst haben wir nichts mehr, glaube ich. Oder? Kauf Bier im Wirtshaus. Alles klar. Bianca! Was ist das hier? Kann ich dir was mitbringen, vielleicht, Bianca? Hallo, Bianca, na? Okay, ich warte, bis du fertig bist, ne? Kommen wir jetzt? Hier, genau wie bestellt. Können wir jetzt reden? Bist du jetzt fertig da, oder was? Hallo? Hier bin ich. Hi. Grüß dich, Heinrich. Hallo. Hallo? Wieso? Kann ich? Wo gehst du denn hin? Dass die so stöhnen muss, nur weil ich deren Füße rede. Hallo? Was sollen wir denn mit dir machen, Heinrich? No, ich wüsste da was. Okay. Bier für Vater. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jo. Jawohl. Einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Selbstverständlich. Ja, bitte. Danke. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Waniek? Der ist schon okay. Ich schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Nein. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Heinrich! Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Lecker. Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Boah, vor allem so eine tiefe Stimme. 5 Stück! Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests, wenn du schläfst und wenn du das Spiel verlässt. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Ritterschnaps zu dir nehmen. Das ist jedoch ein starkes alkoholisches Getränk. Huch, wie ist es hier zu? Schätzelein! Bianca, Schatz, wo bist du denn? Da, was machst du denn da unten? Die Hühner brauchen kein Getränk. Red doch nochmal mit mir. Hallo? Na? Lass uns doch mal eben handeln. Ich habe nämlich so ein bisschen Salbei. Ist Brezel? Wieso Brezel? Keine Ahnung. Brandwein? Habe ich auch. Das ist aber nicht dasselbe wie Retterschnaps, oder? Billiger Wein? Ach, Mann, immer falle ich darauf rein. So. Sonstige? Ich habe doch haufenweise Salbei gesammelt. Wo ist denn der? Wo ist mein Salbei? Hallo? Kann ich den nicht verkaufen? Anscheinend nicht. Muss mal eben gucken. Kann ich dir eine Brennnessel verkaufen? Nö. Alles klar, dann liegt es daran. Dann kann ich halt nicht jedem alles verkaufen anscheinend. Was ist das? Achso, ist auch Brennnessel. Nun gut. Dann gehen wir mal schnell nach Hause, bevor das Bier warm wird. Huh? Was machst du denn da?
Hallo? Bist du noch böse auf mich? Anscheinend. Warte, ich bin nicht dreckig, oder? Wo sehe ich denn das? Hier bei Buffs wahrscheinlich, ne? Ach Gott, Spieler? Buffs. Okay. Dann bin ich wohl nicht dreckig. Gehe ich von aus. Weh, ich bin dreckig. Papa, 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 ich hab da was. Papa, 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 ich hab da was. Hallo. Die Sachen, die du wolltest. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja. Ja. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratzig wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir ist zu Ohren gekommen, was dem Deutschen passiert ist. Ich nehme an, du weißt etwas darüber. Vielleicht. Vielleicht. Hat vielleicht jemand Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen und haben vielleicht deine Spießgesellen etwas damit zu tun? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König erzählt. Er hat bekommen, was er verdient. Ach, bekommen, was er verdient, ja? Pass auf, ich weiß nicht, ob du oder nur irgendeiner deiner Freunde etwas damit zu tun hat und es ist mir auch gleich. Ich muss hier ein Geschäft führen. Und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht unbedingt weiter und dem König am allerwenigsten, verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht! Hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Ach, wird dieser Junge jemals auf das hören, was ich sage? Der Deutsche redet also Unfug. Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins, Heinrich. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten und nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird.
Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube.